The Hall of Fame, Cobra 11. Cobra 11 ist erloschen am 14.11.2019. Eine Ära von 1996 bis 2019 ist nun geschlossen worden. Ja, viele Darsteller, alle Darsteller am Schluss, wurden bei RTL eingeladen zu einem großen Diner. Man saß zusammen, man hatte Spaß, man war fröhlich. Und dann kam der GAU. Ja, RTL hat über 5 Hauptdarsteller gehen lassen. Mittlerweile wissen wir das alles und deswegen mache ich jetzt gerade The Hall of Fame. Ich erinnere mich an das Jahr 1996, Cobra 11, noch einmal. Erdogan, Atalay, Özdemir, Gerkan kam mit Rambo da rein, den kleinen Hund, den er beinahe überfahren hätte. Ja. Okay, in Brandenburg wurde ermittelt ohne Ende. Und irgendwann wurde dann ermittelt in Düsseldorf und Köln. Ja, jetzt zum Schluss waren sie überall. Man hat ja mit vielen Fans gesprochen von 96 bis 2019, wo überall gedreht worden ist und wo die Aufnahmen stattgefunden und was die alles so gemacht haben. The Hall of Fame ist natürlich jetzt eine Hommage an die gesamte Sendung, an wirklich alle, die dabei waren, die auch die richtigen Leute, die 31 Jahre dabei waren, denn auch im Hintergrund sind einige gegangen, davon sprach man nicht, man spricht ja immer nur von den Hauptdarstellern, aber es sind ja auch Nebendarsteller gegangen, es sind ja auch Komparsen gegangen, es sind ja auch Leute gegangen, die dort arbeiten, richtig arbeiten. Und das Ganze hergestellt haben. Auch die sind gegangen. Darf man alles mal nicht vergessen. Okay, wir sind jetzt Fans, ein bisschen traurig. Am 14.11.2019 haben wir uns das angesehen und jeder, der TV Now hat, kann es sich halt nochmal ansehen. Und ihr merkt, ich habe es mir nochmal angesehen. Was habe ich gesehen? Ich habe sehr viele Cliffhanger gesehen, besonders am Schluss. Ja, Tochter zum Vater, du, Mama ist entführt und von Mama hören wir nichts und so weiter. Und dann sehen wir die letzte Szene, wie sehr mir Gerkan da zusammengefaltet wurde. Und er hat sich alles gemerkt, jeden Schlag. Und dann war Ende. Gut, traurig war natürlich, dass unsere Polizeipräsidentin, ja, Kim Krüger, gegangen ist. Ist halt so, irgendwie hatte sie wohl die Nase voll. Wenn er mich schon gehen lässt, dann richtig, tschüss. Ja. Also hinter der Kamera, meine lieben Freunde, da kann er auch schon mal krachen. Und wer die Verabschiedung von Herrn Rösner sozusagen, von Daniel, gesehen hat, wie er auch so sprach. Ich meine, beim Abschied nehmen ist immer so. Ah, an sich nehmen wir ja alle keinen Abschied. Wir haben alle keinen Abschied genommen. Man sieht sich halt weniger, sagen wir einfach so. Ja. Denn irgendwann sieht man im ARD, wenn wir Glück haben, Tatort mit den beiden. Denn die beiden hatten ja vor die Damen sich da mal vorstellig zu werden, Tatort Köln zu machen zum Beispiel. Oder wenn man halt beim Playboy sich ablichten lässt und richtig Spaß hat, kann es schon mal sein, dass RTL sagt, weißt du was, Jenny, tschüss. Ja, dann war die Jenny auch, tschüss. Und Jenny ist ganz leise dahergegangen und war weg. Wie lange sie weg, weiß man ja nicht. Man weiß ja gar nicht, wie alle weg und wann alle weg. Denn wir wissen ja gar nicht, was 2020 so kommt. Das sind so viele Cliffhanger. Ne? Jenny ist einfach weggegangen. Ja? Daniel ist einfach mit seinem Vater weggefahren. Alles klar, wir wissen jetzt, im Moment ist Schluss. Wir wissen alles. RTL hat gesprochen. Ja? Die Zeitungen haben aufgedeckt. Online wurde auch aufgedeckt. Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Volle 5 Hauptdarsteller sind weg. Hauptdarsteller und die anderen Darsteller wissen wir ja auch. Tom Beck ist weg und so weiter und die anderen davor auch. Und wenn wir ganz genau sind, wir als Fans von 1996 sind ja viele gegangen und nachher wiedergekommen und solche Sachen. Also wir sollten die Serie so nehmen, wie sie ist. Es ist eine Serie, die unheimlich viel Spaß macht zu sehen. Eine Serie, wo Höhen, Tiefen, wo alles möglich. Also manchmal kommt man nicht klar damit, was soll das gewesen sein? Manchmal ist die Übertreibung der Explosion so dermaßen, dass schon der Fernseher mit explodieren will. Ja, also weil Cobra 11 ist alles. Ist alles, meine lieben Freunde. So, ihr könnt beim Atalay
Erdogan die Sachen hier bestellen. Die sind wunderschön. Wenn er Glück hat, kriegt er auch die richtige Kappe dazu. Ich habe jetzt halt diese hier auf. So, wie gesagt, das ist eine Abschiedssendung. The Hall of Fame ist wirklich hier. Es ist die weihnachtliche Zeit. Ist sowieso so eine Art Tränendrüsenzeit. Ist halt so. Viele haben da irgendwas nicht verstanden. Einige haben gedacht, das kann wohl nicht so sein. Aber ist so. Es ist so. Wie gesagt, Schauspieler sind gegangen worden nach einem Diner bei RTL. Ist auch eine tolle Sache. Zuckerbrot und Peitsche. Wir gönnen euch nochmal was. Haut euch den Magen voll danach. Weiß man ja nicht, ob das Sozialamt Guten Tag sagt oder ob ihr noch einen Job habt. Ne? Ja. Ein Schauspieler ist nämlich jobabhängig. Und deswegen gönne ich den beiden einen Tatort, einen langen Tatort damit. Und dann noch im ARD, ja. Und wie gesagt, Sir Rösner auch, wie gesagt, dass er da eine Serie bekommt oder öfters mal im ARD zu sehen ist, halt auch eine andere Frequenz von Menschen bedient, ältere, die dann vielleicht, wow, was war denn das? Ne? Wow, wer ist denn das? Hm? Ja, wie gesagt, wir Fans wissen ja alles Bescheid, wir arbeiten ja auch an der Hommage, wir arbeiten an Hall of Fame. Wir freuen uns mit den Darstellern hin und wieder mal zu Smalltalken, was natürlich nicht immer möglich ist. Aber wie gesagt, man freut sich, wenn man mal ein Echo hört, wenn ein Nils Kirbin sagt, hey, hello, alles klar? Und unser sagt, jo, alles klar, ich wünsche dir was. Ich habe mit vielen Schauspielern zu tun. Ich habe auch gerade sehr viele WhatsApp aus Paris bekommen, weil da jemand ist. Der freut sich auch. Er bekommt nämlich eine Hauptrolle. Auch bei der ARD. Ich verrate jetzt nichts. So, aber finde ich super. Also wenn er aus Paris zurückkommt, hat er ein Weihnachtsgeschenk. Er wird bei ARD auflaufen in einer Serie. Finde ich super. Das finde ich toll. Ja, wie gesagt, alle, die irgendwann mal beim ARD landen, haben es geschafft. Ja? Ob Tatort oder eine neue Serie. Ne? Ja, ich meine, die Schauspieler, die jetzt gegangen worden sind, könnten sich ja zusammentun und sagen, wir versuchen irgendwie, dass wir mal so eine Serie machen. Wir, die Ausgestiegenen. Ne? Wäre ja auch mal. Jetzt sagt man, muss man so einen Dramaturgisten finden, da muss man dann einen Geldgeber finden. Man könnte auch so eine Art YouTube-Geschichte machen vor laufender Kamera. In der heutigen Zeit ist das möglich. Damals nicht, heute ja. So, eines ist klar. Als Administrator der Gruppe finde ich es super toll, dass ich wirklich tolle Mitglieder gefunden habe oder dass sich tolle Mitglieder eingetragen haben, die auch wirklich was beibringen, mitmachen und auch so viel Spaß haben wie meiner einer, der wie gesagt nur der Admin ist. Ich bin nur der Admin. Ich schreibe alles auf, ich mache alles. Hab ja, wie gesagt, seht ihr ja selber das Studio. Hier im Studio kann man vieles machen. Machen wir ja auch. Darf ich nur nicht zeigen. Ich habe auch gerade vor ein paar Minuten wieder was Gutes machen dürfen. Ihr merkt schon, immer wenn ich was machen muss, dann sage ich, weißt du was, dann habe ich Zeit, kann jetzt vor die Kamera gehen und eine Laudatio raushauen, eine Hommage raushauen, ein Dankeschön raushauen. Ja, Dankeschön. Ich sage Dankeschön bei Action Concept, Hermann Johr, dass er das da irgendwann mal so auf den Weg gebracht hat. Das, was er auf den Weg gebracht hat. Ich gönne ihm die 4 Kilometer Autobahn, da diese Nase, einmal rum und bum bum. Na? Ich gönne ihm die 7000 Explosionen, die 400 Liter Kunstblut und die Sachen, die er sich da halt ausgedacht. Man hat ja immer mehr, immer mehr. Ich gönne ihm den Wahnsinns Green Room, wo er noch so viele Action-Sachen macht, die dann nachher eingebunden werden in den sogenannten Kracheffekt, der draußen im Freien dann auch gedreht worden ist. Ja. Also, eine Hommage an Action Concept. Eine Hommage an Hermann Johr und eine fette, fette Hommage an alle, die da arbeiten. Die da arbeiten, die herstellen, die das Ganze herrichten, damit die Künstler, die dann vor die Kamera kommen und dann, wenn sie das Wort Action hören, machen müssen. Sie müssen machen, sie müssen tun, sie müssen sprechen, sie müssen handeln, sie müssen actionbereit sein. Ja. Und dann... ja, und dann freut man sich, wenn man das Ganze dann gesehen hat. Als Fan, als Zuschauer. So, ich bedanke mich total recht herzlich.
an 1996 bis 2019. Ich bedanke mich an den Hauptdarsteller Erdogan Atalay, Nils Körbin, und ich sage allen, die das durch Zufall sehen sollten, allen Darstellern, die jemals da waren, Dankeschön, dass ihr da wart, als Nebendarsteller, Hauptdarsteller, beruflich involviert, Action-Konzept, RTL, dass ihr das da, wie gesagt, für uns aufgebreitet, dass ihr euch da hingesetzt habt, euch die Zeit genommen habt, dem Zuschauer, dem Fan zu huldigen, zu sagen, ey, Dankeschön, dass auch du zugeschaut hast, Dankeschön, dass du überhaupt Interesse an dieser Sendung hast, Dankeschön, dass du dieses RTL einschaltest, Dankeschön, dass du überhaupt Geld dafür ausgibst, damit du das sehen kannst. Ja, ich gehe davon aus, dass ihr das auch mal irgendwann von euch bringt. So, ich habe mit einigen gesprochen gehabt, natürlich kann ich vieles herstellen, das ist klar, sonst hätte ich so ein Studio auch nicht und so einen Sender nicht und alles, was ich so habe hier. Natürlich könnte ich jetzt Kalender herstellen, weil wir sind ja in der Weihnachtszeit, aber manchmal bin ich auch ein bisschen überfordert. Also zu viel des Guten. Ich hatte eine gute Idee beim Kunde, dem musste ich 5-mal einen Kalender machen, a 12 Seiten. Habe ich ihm auch gemacht, aber nicht von Cobra, sondern von seiner Idee. Dann hatte ich auch die, könnte ich an sich auch machen, ne? Könnte ich an sich auch machen für Cobra 11, einen wunderschönen Kalender, ne? Für 2020 zum Beispiel. Okay, ich habe mich vorhin dran gesessen und habe da einige Bilder, seht ihr ja im Hintergrund, fahre ich ein bisschen hoch, weil das eine Hommage, ein Dankeschön und auf Wiedersehen, macht's gut, Sendung ist. Ja, wie gesagt, so einfach ist es nicht, Abschied zu nehmen. Man nimmt viel zu oft Abschied und manchmal nimmt man sich, manchmal ist der Abschied wirklich für immer, ist leider so. Rösner meint ja auch, dass man sich zweimal im Leben sieht. Ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder zurückkommt, wie Tom Beck, der kam auch zurück. Und ja, warum nicht? Man kann ja jeden Mal irgendwann irgendwo wieder herzaubern. Da. Hey, wie geht's Ihnen denn? Hey, ich war doch mal, da war doch mal was. Okay, die Toten sollte man ruhen lassen, da müsste man Erdogan also aufschrecken. Uff, ich habe geträumt. Meine Güte, könnte man. Also man kann jeden wieder erwecken im Film, ja. Semir ist dann, was weiß ich, eingeschlafen und ist dann wach geworden und oh Mann, ich habe die mit deinem Vater wegsegeln sehen, ich habe unsere Polizeipräsidentin erschossen gesehen, ich stand an ihrem Grab und sprach und einer gab mir eine Blume, ich war total, oh Wahnsinn, könnte man bringen, ja, ist kein Thema. Ne, also im Film geht das, ne? Geht das. Ja, ob sie das mal machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht bringen sie ja irgendwann mal zur 25. Jahressendung da so ein Klops, da sehen wir aufwacht da und plötzlich leben alle wieder. Ja, alle, die jemals nicht mehr und ey, Wahnsinn, dann so ein Riesending da. Auch so ein 90-minütiger oder sogar ein 180-minütiger Tatort, Cobra 11 Tatort, Alarm, Cobra 11, alle Mann, ja, Alarm, wer weiß. Also machbar ist es, also habt ihr jetzt vernommen. Ihr Dramaturgisten könnt ihr machen zum 25-jährigen 2021 Cobra 11, könntet ihr das machen, dass alle plötzlich da sind, alle, die jemals da waren, als Wahnsinns-Jubiläumssendung 180 Minuten Cobra 11, das wäre ein Knaller, das wäre ein Brüller, aber naja, kostet alles Geld, verdammt viel Geld, ihr bemüht euch, ich weiß, wie teuer das alles ist. Ich arbeite ja selber, ich weiß also, ich kenne die Preise. So, also ich grüße jetzt zum Abschluss alle noch einmal, alle, die bei uns mitmachen, alle, die Fan sind von Cobra 11, alle, die Erdogan Atalay wirklich mögen. Und ich gratuliere denen von ganzem Herzen, die wirklich Kontakt mit allen haben. Ob das Sven ist, ob das Erdogan ist, ob das Nils ist, ja, oder auch die Damen und auch im Theater da sitzen und hin und wieder dann, hey, wie geht's dir denn? Komm, unterschreib mal. Allen gratuliere ich da, dass es euch gelungen ist, richtige Freundschaft mit diesen Schauspielern bekommen zu haben. Noch einmal, ich bin der Admin, ja, ich kann keine Freundschaften irgendwie binden, ne? Weil ist immer so eine Sache, ich muss leider arbeiten. Also wenn mich einer fragt, so, dann muss ich arbeiten, so wie gerade eben, ja, dann muss ich da halt arbeiten.
So, und dann muss ich das fertigstellen und dann kann ich das leider nicht umsonst, weil die Zeit kostet Geld, das Finanzamt kostet Geld, das Licht hier kostet Geld, alles kostet Geld. Und deswegen kann ich leider nicht umsonst. Würde ich gerne mal machen, aber so viel Geld verdiene ich nicht, dass ich umsonst irgendwie etwas machen könnte in der heutigen Zeit. So, ihr merkt schon, beim Abschied nehmen von Cobra 11 ist das immer so eine Sache, Abschied nehmen. Ja, man nimmt Abschied. Man nimmt Abschied von Leuten, die man seit 96 bis 2019 irgendwie gesehen hat. Und das große Glück hatte, auch mal kurz mit denen zu reden oder kurz für die da zu sein. Ja, zum Beispiel Prashant, der wirklich hier war. Der wirklich hier war den ganzen Tag und wir hatten richtig viel Spaß. Und er hatte ja auch seine fetten 45 Minuten bei Cobra 11. Und ich habe mir ja auch, wie gesagt, die rausgesucht. Und ich schaue mir das auch zwischendurch an. Ich mag ihn, ich mag alle. Es macht unheimlich viel Spaß. Auch Sven Martinek, das ist ein toller Typ. Ich sage nur eins. Okay, das hat jetzt mit Cobra nichts zu tun, aber er war ja bei Cobra auch sehr oft. Mit seinem Clown. Rhein-Ruhr-Zentrum hier um die Ecke. Egal, das ist Nostalgie. Also macht's gut, Leute. Ihr merkt, ich bin wirklich ein bisschen traurig darüber, aber es ist halt so, ist auch die weihnachtliche Zeit. Da ist man halt traurig, weil man Abschied nehmen muss. Ist so. Ich nehme jetzt Abschied von euch. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ich euch sehen durfte. Aber das Schöne daran ist, ihr seid ja nicht weg. Ich hole mir eine DVD oder eine Blu-ray heraus, setze mich in meinen Kinositzel, gucke auf 21 zu 10 Leinwand in Dolby Stereo und ich sehe euch. Ha? Ist das nicht? Geht ihr nicht runter wie Öl? Man sieht euch, wie ihr da so arbeitet. Ja? Man denkt in den sogenannten 45 Minuten nicht daran, dass ihr nicht mehr da seid und dass es euch dort nicht mehr gibt. Aber es gibt euch. Seit 1996 gibt es euch. Sogar der kleine Rambo, dieser Hund, sobald Erdogan ihn nimmt, ist er wieder da. Ja? Viele Hunde, die da waren, sind nicht mehr da, sie leben auch nicht mehr. Aber egal, ob du nicht mehr lebst, ob du nicht mehr zur Serie gehörst, du bist da. Du bist der Star und wir sagen danke, das ist eine kleine Minimal-Laudatio. Danke an euch Schauspielern, dass ihr mal da wart, hier sogar bei mir wart. Aber meistens im Fernseher, im Flat, in dem heutigen oder auch auf der großen Leinwand. Ja, ihr seid da. Das ist super. Das ist echt super und es macht unheimlich viel Spaß, euch gesehen zu haben, mit euch gelacht zu haben, mit euch geweint zu haben, euch erlebt zu haben. Sogar dramaturgisch beim Ableben oder als Leiche. Ja. Danke, Cobra 11. Danke RTL und danke Hermann Joa und danke Action Concept. Danke, ich sage danke. Ich sage wirklich danke öffentlich vor laufender Kamera. Das hat richtig gut getan, diese Serie gesehen zu haben.